Spartan, Glockenöpfel und Schweizer Orangen. Drei tolle alte Sorten, die man gerne im eigenen Hausgarten haben will. Hallo miteinander, ich bin der Florian und ich mache Projektleitung Obst bei der Pro Spezie Rara. Und ich möchte euch heute zeigen, wie die drei Äpfelsorten bei euch im Hausgarten auf einem einzigen Baum einen Platz finden. Wir sind hier in der Baumschule Toni Sutter, wo jedes Jahr etwa 50'000 neue Jungbäume veredelt werden. Veredelt. Es klingt irgendwie schick, aber es ist tatsächlich die einzige Variante, wie dass man eine Obstsorte mit ihren Eigenschaften korrekt erhalten kann. Also, wenn du jetzt einfach dein Äpfelkernchen in den Boden steckst, dann gibt es zwar einen Baum, aber die Früchte, die der Baum hat, sind immer eine Verkreuzung zwischen der Muttersorte und irgendeinem anderen Äpfelbaum, der dir umgebend ist gewachsen. Und das kann toll sein, aber die Chancen sind eigentlich recht klein. Darum machen wir es so, wie es die Römer schon gemacht haben, mit klonen den Baum. Und wenn es bloß wahnsinnig garstig ist, sind wir da in ein Garage gekommen mit diesem Bäumchen. Der Baum könnte jetzt auch bei euch im Garten stehen, so wie er hier im Topf steht. Um unsere Sorte aufzupfropfen, habe ich die Reiser hier geschnitten, und zwar schon im Winter. Das sind einjährige Triebe. Die habe ich mit einem feuchten Tüchli bei mir im Kühlschrank gelagert. Jetzt im März ist eigentlich der gute Zeitpunkt, wenn der Baum langsam in Saft kommt, um die Reiser hier dran zu veredeln. Es gibt verschiedene Varianten, wie man so ein Edelreis an so einem Baum veredeln kann. Und wenn man so dünne Triebe hat, ist es fast am einfachsten, wenn man das mit einem schrägen Schnitt, nämlich der Kopulation, macht und dann das Edelreis, das gleich dick ist, schön da dran bindet, mit einem Gummi anmacht und mit ein bisschen Baumharz tut die Wunde verschliessen, sodass das Reis nicht austrocknet. Und dann sollte die Sache anwachsen im Frühling. Und das Coole ist, dass du so auch auf einem Baum, auf einem einzigen Baum, viele Sorten können pfropfen. Wir bieten zu diesem Thema im Fall auch Kurs an und vielleicht sehen wir uns an einem von denen.